So, und damit hallo und herzlich willkommen auch zu denen, die bei YouTube das normal am Freitag anschauen. Manche schauen das Video jetzt schon im Livestream und kennen die Folge daher. Vielleicht schauen sie es auch nochmal an. Ja, gerade heute so ein bisschen 900 Abonnenten Livestream. Von dem her nochmal danke an über 900 Abonnenten mittlerweile. Und ja, das ist einfach jetzt im Stream so eine aufgezeichnete Folge noch. Und ich habe mir vorgenommen für diese Folge. Ja, ich bin plattfüll. Für diese Folge, ja, werden wir mal die Bushaltestelle hier angehen. Ich schau mal, wie man die am besten machen können. Ich würde fast hier den Bahnsteig auch nehmen oder irgendeinen Bahnsteig, ne? Schauen wir jetzt einmal mal. Gehen wir mal unter, ja, Gleisobjekte. Schauen wir mal unter. Da, dann fahr. Können jetzt natürlich farbige Splines hier nehmen oder wir gehen hier unter, wo war ich gerade? Normale Gleis, da hat man ja auch so Bahnsteigszeug, ne? Schauen wir mal, hier Bahnhof, Bahnsteig, ob man da irgendwas finden, was passen würde für so einen Busbahnhof, Busparkplatz. So, die eher nicht so, naja. Schaut man das mal schnell durch. Ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich zu alt sein, ne? Ja, falsches Gleis auf jeden Fall. Also Gleisstil ist falsch, aber nicht so schlimm jetzt, aber es war zu alt. Zu modern, zu bahnhofig. Ja. Was ist das? Naja, okay. So, ich bin für heute mal raus. Noch ein bisschen deine Tutorials rumwühlen. Ja, danke, dass du da warst. Ich schreib mal schnell. Da. Ist hier ein Kommen und Gehen, ne? So. Ja, ich muss mich aber jetzt auch mal um die Folge an sich kümmern, ne? Weil ich. Ja, ciao an dich. Schön, dass du da warst, wie gesagt. Und dann, ich würde sagen, wir nehmen einfach mal. Gehen wir mal unter. Ich mache es lieber mal in 2D, ne? Gehen wir mal hier 3D-Modus. 2D-Modus. Straßen und dann wählen wir mal hier nur Gehweg aus. Weil der nur Gehweg hat sich bis jetzt bei mir immer recht gut als Bushaltestelle sozusagen bewahrheitet. Wenn ich es finde, heißt Feldwege haben wir hier extra, sonstiges, Brückentunnel, Feldweg ist ja nicht, oder? Nee, sonstiges. Hier ist Flussbett und so. Leitplanke, Brücken und Tunnel, Feldwege ist auch nicht. Dann müsste schon unter Straßen sein, ne? Kopf und Straße, so irgendwo. War hier nur Gehweg. Ich finde schon noch, keine Angst. Ich bin wahrscheinlich schon 10-mal dran vorbeigescrollt. Ja, warte mal, ich mach's anders. Ich mach's einfach so, so finde ich es immer leicht, ne? So, schaut mal hier voll schnell durch. Nö, 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 nö. Hier haben wir, ne? Ja, das ist aber nicht so ganz der richtige, den ich will. Straße mit Gehweg, Gehweg so, Gehweg so, Gehweg so. Straße. Hier ist nur Gras, das ist auch ein bisschen wenig für eine Bushaltestelle. Hier haben wir nur das Rote. Ja, die Zuschauer schwanken immer so. Vorhin waren schon 16, jetzt sind es gerade 7. So, dann machen wir das einfach mal hier hin und schauen wir mal, wie es reinpasst. Jetzt kommt der Film im Let's Play Together. Unmöglich, Phil, bist du unmöglich. Ist ja schon uralt, ne? 3 Folgen hat man damals davon gemacht. So, so könnte es eigentlich schon passen. Da legen wir dann unsichtbare Straßensplines daneben. Ich schaue jetzt mal nur, wie weit ich das hochbringe, dass es für eine Bushaltestelle passt. Ich mache es mal so und das Ganze natürlich ein bisschen kürzer. So, es wird einfach ein kleiner Busparkplatz, weil es halt, wie gesagt, so eine Art Vorstadt ist. Ist also hier noch nicht so groß.
So, ich weiß nicht, sollte man noch was daneben machen? Ich würde es eigentlich fast nur so machen. Oder wir könnten das skalieren. Ja, die Arbeit ruft. Dann mal ciao. Schön, dass du auch dabei warst. So, ja. Könnt ihr auch unter diesem Video dann schreiben, für die, die es auf YouTube normal sehen. Ist jetzt nur eine Aufnahme, dass ich das, Ausnahme, dass ich das jetzt mal so aufnehme. Normal dann schon wieder die normalen Folgen. So, wir haben also hier jetzt, nee, ich würde es fast größer skalieren, ne? Weil dann könnte man auch noch ein Dach drüber machen. Oder eigentlich hätten wir ja hier auch schon. Wir haben ja hier eigentlich schon mehr oder weniger eine Bushaltestelle, ne? Wir haben ja eigentlich hier so eine Art. Ja, schön, dass du dich schon freust. Dann ciao. Und bis zum nächsten Mal, gell? So, ich weiß nicht, hier könnten wir zum Beispiel zwei Busse ranfahren. Wir könnten hier natürlich schon noch einen weiteren Bahnsteig machen, also Bussteig nehmen wir den jetzt mal. Ich kopiere mal den jetzt einmal mal. Warte mal, gehen wir unter Bahnsteige. Das waren noch Zeiten, meine Stimme. Ich habe keinen Alzheimer. Warum habe ich Alzheimer? Warum habe ich Alzheimer? Sag mir, warum habe ich Alzheimer? Alzheimer. Alter, ich habe Alzheimer. So, das Gleis ist hier ein bisschen doof, ne? Vielleicht so. Ach du nicht ernst nehmen. Ja, gestern habe ich gesagt, dass ich Alzheimer habe. Ich habe alles vergessen gestern. Was würdet ihr denn davon halten, wenn das so der Art Busbahnhof wäre? Sieht das scheiße aus oder sieht das gut aus? Weil der Busbahnhof an sich ist ja für den Arsch, der dabei ist und auch viel zu groß. Man könnte das schon so nehmen, ne? Ich habe auch ziemlich genau getroffen. Ich lasse es hier einfach mal so stehen. Ich könnte es natürlich noch ein bisschen überdachen. Wäre so eine Idee. Ja, was können wir jetzt hier noch machen? Ich bin ein bisschen ratlos für das Ganze momentan. Weil ich nicht weiß, was man hier so machen soll. Parkplätze wollte ich hier eigentlich noch machen. Habe ich die jetzt schon runtergeladen? Ich habe keine Ahnung. Ich stelle hier. Ich stelle hier jetzt einmal mal so ein paar Autos hin, auch wenn wir noch keine Parkplätze haben. Gehen wir mal unter Immobilien, dann Ausstattung PKW. Oder man könnte hier doch eigentlich auch noch so eine Art Spedition machen, ne? Da fällt mir jetzt gerade was ein. Dass hier praktisch so außerhalb die Industrie beginnt. Ja, geh du mal schlafen, wenn du willst. Danke, dass du dabei warst, wie gesagt. Und bis Montag hoffentlich um 19 Uhr. So, ich, genau, muss mal überlegen. Jetzt pass auf. Ich hab doch Alzheimer. So, Gewerbe. Schau mal, Fabriken. Ich möchte hier eigentlich irgend so ein Vierging-Klotz. Irgendwie sowas. Hier hätten wir noch ma eine Maschinenhalle. Es wird hier vielleicht gar nicht so schlecht hinpassen, so in der Art, ne? Atomkraftwerk vielleicht nicht gleich. Schauen wir mal, was das hier alles so gibt. Ich scroll mal ganz schnell durch. Ja, vielleicht die oberen Gebäude gefallen mir eigentlich recht gut hier so. Ich stelle hier jetzt einfach mal so ein paar hin und schau mal, wie das dann so passt. So, vorne ist dann so eine LKW-Rampe, würde ich meinen, oder? Genau. Dann kommt die natürlich ganz nach vorne. So, ich versuche das mal so möglichst gut hier zu machen. Das Ding da machen wir mal. Gibt es hier irgendeine bestimmte Beschreibung, dass man das. Ich habe einen geilen Humor, ja danke an der Stelle. Ich hab, du hast gut Deutsch, ne? So, ich weiß nicht, ob das hier scheiße aussieht oder ob es gut aussieht. Oder ob es hier eine bestimmte Reihenfolge gibt, um das zusammenzubauen. Ich habe keine Ahnung. Das ist hier ein Pumpwerk, das ist hier eine Filteranlage, eine Maschinenhalle, ist scheißegal. Ich baue einfach mal alles zusammen zu einer Firma. Dann, keine Ahnung, ist es mehr. Naja, jetzt bauen wir mal hier noch dran. So,
so ein extra Gebäude und dann. Ja, Alzheimer. Du kannst nicht mehr, na, das wird schon. So, und ja, wenn wir hier gleich fertig sind, spielen wir mal ein bisschen Bus Simulator 16, ne? Da wird es noch viel krasser, dann beleidigt man wieder die ganzen Fahrgäste. Nee, war nicht ernst gemeint. übrigens, wenn euch die Folge an sich so gefällt, die ist auf YouTube sehen, ganz normal. Würde mich sehr ein Like freuen auf dem Video. Und könnt gerne kommentieren. Aber wenn ihr auch mal im Livestream dabei sein sollt, lustig mit Alzheimer mitkommentieren wollt, mit meinem geilen Humor dabei sein wollt, was mir noch so einfällt, dann ja, für Montag ist ein Livestream geplant um 9 Uhr. Also praktisch am nächsten Montag, der jetzt kommt. Und ich werde aber noch ein Ankündigungsvideo dazu machen, ne? Genau. Und so, es sieht vielleicht gar nicht so schlecht aus. Hätten wir dann praktisch hier vorne die Einfahrt, die haben wir ja eh schon gemacht, ne? Ich würde fast sagen, dass wir die anderen Gebäude da vorne nochmal machen. Oder passen die da nochmal hin? Nee. Vielleicht könnte man das aber einzäunen, ne? Wenn wir jetzt mal hier gehen, Fahrweges Blind, gehen wir mal Zaun ein. Dann bauen wir hier so einen Zaun, grenzen wir das Ganze ein und dann müssen wir nicht überall Parkplätze machen. Ja, vielleicht so ein, ich weiß nicht, ob das so eine Art Industriezaun ist. Sieht eher so aus wie Berliner Mauer. Aber na gut, schauen wir mal, ob es hier passen würde. So, also gleich Bus Simulator 16, mein neues privates Profil werde ich beginnen. Da muss ich dann die Aufnahme ein bisschen umstellen. Dauert dann ganz kurz, aber ihr solltet trotzdem dranbleiben können. Ihr werdet nur nicht gerade viel sehen, denke ich mal. Genau, dann haben wir hier mal einen Zaun. Den verlängern wir einfach mal bis vor. Ich muss dann später auch noch ein bisschen mehr machen. Ich muss noch Minecraft rendern. Warte, ich muss mal kurz wieder einen Kommentar beantworten. So, also wer sich wundert, weil die meisten meinen, ich habe noch 899 Abonnenten. Es sind nicht weniger geworden und nicht mehr bis jetzt, es sind immer noch 903. Und das sehe nur momentan ich. Also ihr seht schon die ganze Zeit 899 oder 898 irgendwas sowas. Das dauert bei YouTube einfach so ein paar Stunden, bis sich das richtig aktualisiert. Also da mal nicht Angst haben oder so. Ups, jetzt habe ich es ein bisschen zu kurz gemacht, ne? So, was haben wir? Probieren wir mal so 50 aus. Ja, ganz knapp, ganz knapp. 50, 49. Genau. Und ja, dann stellen wir hier mal ein paar LKWs hin, ne? Da hinten fährt schon wieder ein Zug, wie man hört. Schauen wir einfach mal jetzt, pass auf. Ich hoffe mal, ich habe irgendwelche LKWs noch drin. Schauen wir mal, Ausstattung. Ne, halt, die sind nicht unter Ausstattung, oder? Verkehr sind die doch, ne? Genau, hier gab es Verkehr. Und dann LKW. So, ich stelle jetzt einfach mal hier, gibt es einfach so Wagen, die zu sind. Genau. Nehmen wir einfach mal solche hier. Stellen wir hier einfach mal so hin. Kommt es nicht so schnell hin? Naja, ich habe auch. Ich bin mittlerweile schon 3 Jahre oder so jetzt aktiv mit Let's Plays auf YouTube und habe in Anführungsstrichen dann auch erst 900 Abonnenten. Manche haben in der Zeit schon Tausende, Zehntausende. Aber das will ich eigentlich gar nicht. Wir sind eine kleine Clique, die recht schön zusammenhält. Und das passt an sich ganz gut. Und ja, Abonnenten sind nicht alles, wie gesagt. Likes auf den Videos, Kommentare sind viel wichtiger. Und genau.
Es wird auch noch bei dir, bei mir hat es auch lange gedauert. So, ich weiß nicht, haben wir auch vielleicht noch irgendwo genau so einen größeren hätte ich gesucht. Allerdings, der braune gefällt mir nicht so. Der sieht ein bisschen kackbraun aus, ne? Gibt es da vielleicht einen anderen? Ja, nehmen wir wieder so einen beschrifteten vielleicht. Und nehmen wir mal den. Die Firmen müssen jetzt hier nicht zusammenstimmen. Es sind einfach verschiedene Speditionen, die hier an die Firma liefern. So. Steht ein bisschen so leicht in der Kurve. Und dann können wir ja hier nochmal einen Trailer hinstellen, sozusagen. Ist halt nochmal genau der gleiche, ist ja nicht schlimm. So, vielleicht stehen hier dann noch ein paar irgendwo. Ist halt, ja, eine große Firma, sagen wir mal so. Vielleicht brauchen die auch mal irgendwann Flachwagen. Da ist er auf jeden Fall mal. Und vielleicht noch ein paar Zugmaschinen. Ich habe jetzt, glaube ich, nur die. Ich habe mal andere auch, aber die habe ich jetzt hier nicht drauf. Ich drehe den einmal um. So, dann sieht das Ganze schon mal recht schön aus, wie ich finde. Genau. Und dann machen wir hier dann noch in der nächsten Folge so ein Tor und so. Ich weiß nicht, ob die auch dann live aufgenommen wird. Ich denke eher mal nicht. Aber es sieht an sich ganz gut aus. Was haltet ihr dann bis jetzt davon? Ich würde die Firma dann fast noch ein bisschen vergrößern. Vielleicht, dass man, wenn man nochmal Immobilien, so. Warte mal. Lass mich überlegen, ich habe schon wieder Alzheimer. Nee, hier waren wir nicht, ne? Na halt, das war ja unter Ausstattung. So, halt, wir hatten doch hier irgendwo extra Industrie, ne? Ja, hier Gewerbe. Ich bin ja ganz verblödet jetzt. So. Vielleicht baut man nämlich so ein Gebäude nochmal hier hin. Keine Ahnung, was es eigentlich darstellen soll. Ist eine Filteranlage. Dann brauchen die halt zwei Filteranlagen. So, die sollten wir aber schon exakt um 90 drehen, weil ein Gebäude baut man eigentlich nicht unbedingt schief, wenn es auch gerade geht, sozusagen. So, ich weiß nicht, können wir das hier schon so hinbauen, dass man praktisch dann, haben wir so das Gerüst dann, genau. Und dann haben wir hier praktisch noch Platz, um die LKWs hier rauszufahren. Würde hier noch gehen, denke ich mal, ne? Naja, ein bisschen knapp, aber es wird noch gehen. Ich stelle mir die einfach hier vor. Genau, an sich passt das schon so. Ja, das war's auch. Die Schule nicht die Arbeit, naja, gut. Ja, ciao, Phil. Und ja, das war's dann mit dieser Folge von Let's Play für die, die auf YouTube zugeschaut haben. Wenn euch das Video gefällt, könnt ihr gerne kommentieren, gerne liken, würde mich freuen. Und ja, dann habt ihr das Ganze mal so gesehen. Und so sieht es momentan aus, ne? Ich werde jetzt noch ein Folgenbild machen. So, einmal, zack. So. Und von dem her, danke fürs Zusehen euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.